Moin Leute, grüß euch, schön, dass ihr wieder dabei seid. Eine neue Runde. Was ist hier denn passiert eigentlich? Macht der Anhänger so viel kaputt? Warum denn eigentlich? Ist doch ein Missionsfeld. Das verstehe ich gerade nicht. Aber freue mich, dass ihr reinschaltet. Auch wieder dabei seid hier LS19 von der Nordfriesischen Marsch 1.8 mit der großen Baumwollernteaktion. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4 Ballen rumliegen. Die müssen wir heute mit dem LKW schnell mal zum Verkaufspunkt fahren. Und in der Zwischenzeit fahren wir mit den Baumwollernter hier. Die sind ja nicht besonders schnell, ne? 25 km/h einmal rüber auf das Feld 17. Da ist einer schon dabei am Vorgewende machen. Den können wir jetzt einmal umswitchen gleich auf die lange Bahn. Der hier wird dann auch noch Vorgewende machen auf der anderen Ecke. Die anderen beiden, die da noch fahren, machen hier den Rest zu Ende. Da kommen noch zwei angebrochene Ballen bei rum, die hoffentlich natürlich jeweils deutlich über 10% liegen. Und dann können wir immer noch überlegen, wenn die anderen beiden auch auf 10% sind, auf 17, dass wir noch einen dritten Baumwollernter mit auf die 17 rüberziehen. Ja, die Nacht bricht herein. Wir haben aber relativ gut vorbereitet, ne? Also Düngerproduktion läuft, da hatten wir noch Mist hingebracht. Mischfutterproduktion dürfte soweit voll sein mit allem, dass sie auch die Nacht überläuft. Und ansonsten die Flüssigdüngerproduktion, da müssten wir vielleicht höchstens noch mal gucken, ob wir noch ein bisschen Dünger mit hinkippen müssen. Das wäre aber, das wäre schnell gemacht. Die Rinderzucht sollte noch eine Ladung Mischfutter kriegen, erinnere ich mich gerade. Und spätestens zum nächsten Morgen, ne? Also gehen wir endlich shoppen. Ich weiß, viele können schon gar nicht abwarten, ich auch nicht, ich will es auch endlich erledigt haben, damit wir vorhin finanziell mal ein bisschen Klarheit kriegen. Wie viel kostet uns der ganze Spaß? Bestehend aus Häcksler, Traktor zum Verdichten, zwei Anhängern. Da wird ja schon eine ganze Menge Geld bei Flöten gehen, das ist mal Fakt. Aber vielleicht nur so viel, dass wir tatsächlich noch ein bisschen was überbehalten. Dann eben auch bald für den Komposter zum Beispiel. So. Dann wenn wir nachher bei unserer Maishäckseln, viel zu viel Maishäckseln, können wir auch mal eine Ladung Komposter reinschmeißen und schön Kompost draus machen. Das geht auch gut mit Gehäckselten. Lohnt sich auf jeden Fall. Nee, warte. Guck mal hier, 19%. Der 23%, das ist schon mal alles gut. Und der ist gerade hier an der Ecke, wo wir den jetzt gut rausnehmen können, damit er da am Deich mal längs fährt. Vorgewende ist es genug. Eigentlich. Ich habe natürlich jetzt theoretisch schon eine ganz kleine dünne Bahn hier erstmal über. Ich hoffe, da der vom Schneidwerk hier, der kann ja eigentlich fast gar nicht auf Schrägen fahren, ne? Dann fährt er sich sofort fest. Ich bin gespannt, ob das hier vom Deich gerade so passt. So, dann wechseln wir einmal schnell zurück. Genau, zu dem. Der macht nämlich sonst hier den gleichen Quatsch. Dann sammeln wir gleich erstmal Ballen, ne? Mal gucken, was passiert. Und bevor der wieder hier ist, dürfte der andere durch sein. So die Hoffnung. Jetzt weiß ich aber nicht, in welche Richtung müssen wir. Spritze ist in die Richtung weitergefahren. Das müssen wir jetzt erstmal kurz checken, liebe Leute. Gras, Düngerstatus 21. Ja genau, er ist nämlich in die falsche Richtung gefahren. Warum auch immer. Jetzt müssen wir hier nochmal nacharbeiten, hier oben die Reihe, so wie es aussieht. Ja, das Licht ist albern, ne? Die bräuchte eigentlich irgendwie an den Außen noch so warnleuchten. Damit man weiß, dass man die Breite hier nochmal ein bisschen einschätzen kann. Ja, das ist nämlich das Thema. Wenn wir jetzt hier nicht vorankommen, dann schaffen wir nicht Feld 21 mehr. Ne, 27, 21 machen wir gerade. Und schon wichtig, dass wir unsere Grasfelder gut gedüngt halten für viel Silage, viel Heu oder viel frisch gemähtes Gras.
die sind das die Baumwollernter wieder, die sich jetzt schon wieder blockieren. Müssen wir gleich mal gucken. Der Pferd hat einen kleinen Streifen am Rand gelassen. Der fährt noch, die haben sich jetzt nur am Ende hier blockiert. Dann könnten wir den aber eigentlich schon mal rausnehmen, ne? Oder der hat sich sogar selbst rausgenommen. Der kann hier drüben die Bahn noch machen. Und dann könnte der eigentlich, obwohl eigentlich kann der schon mit rüber, wo der hier ist, auf dieser Seite. Aber wir sehen ja, guck, der ist bei 30%, die anderen sind auch über 10%. Mehr als drei Ballen müssen wir ja nicht unbedingt aus dem anderen Feld rauskriegen, ne? Hauptsache die Ballen werden voll und wir achten da so ein bisschen drauf, dass da jetzt nicht einer nachher 100 hat und dann, dass der dann noch wieder irgendwie nur 9% kriegt, das wäre ärgerlich. Wird uns im Zweifel natürlich finanziell jetzt aber auch nicht so belasten. Aber tut ja nicht Not. Ja, und dann haben wir tatsächlich schon wieder 20 Uhr. Wahnsinn. Ist schon wieder ein Ingame-Tag rum. Ich habe schon mal überlegt, ob wir ein bisschen Schulden tilgen, um Zinsen zu sparen, aber ich hatte ja schon mal das Problem, dass wir diesen Kredit dann nicht wieder aufnehmen konnten. Im Matchmap hatten wir das. Da von wegen erstmal dick tilgen und dann ist aber eben der Kreditrahmen gar nicht mehr so hoch, weil vielleicht irgendwie Fahrzeuge abgenutzt sind oder keine Ahnung, die nicht mehr so diesen Wert haben, wie sie mal hatten. Und schon hängst du da und kannst den Kredit gar nicht wieder neu aufnehmen. Jo. 20 Uhr, wir gehen auf Spulen. Der Hinten ist stehen geblieben, das war auch fast zu erwarten. Nicht nur fast, sondern das war eindeutig zu erwarten. Weil er da eine so eine längere Bahn noch geerntet hat, ne? Gut, und wie gesagt, auf die Prozente, die hier so geladen haben, müssen wir ein bisschen Acht geben. Ne, doch nicht, er fährt weiter. Danke. War nur so zuerst so aus. 36% hat der bisher. Der 43 kann auch wieder zurückfahren. Dann haben wir noch die andere Bahn, die er machen kann. Der fährt hier und der soll jetzt mal sich ändern. Da kommt nämlich jetzt der entgegen. Dann macht der mal schnell hier das weg und dann kann er auch ordentlich wenden und dann passt das. Dann setzen wir den in die Mitte an. Klingt so einfach, ist es auch. Hier, ne? So, mal gucken, was, wie viel die so zusammenkriegen am Baumwolle. Wir holen jetzt endlich mal was ab. Darauf warten wir schon. Die erste Mission, mal gucken, ob wir die nicht damit schon erfüllen oder ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Trotz. Da passen dann nur drei Ballen rauf, oder wie ich dachte, der Stapel die ein bisschen anders. Aber gut, drei sind dann auch besser als zwei. Aber dann habe ich eine andere Idee. Aber es klappt wahrscheinlich nicht, ne? Echt, ne? Heftig. Drei dicke Baumwollballen und er ist fertig. Also full. Ich weiß gar nicht mehr, ich hatte es nicht mehr drauf, ne? Ich glaube, ich habe den rausgenommen letztens. Ups. Ne, müssen wir die Ballen hier abfahren. Einmal Baumwolle Spezial. Ich hatte gehofft, dass wir da vier raufkriegen, aber ich meine, okay, das ist trotzdem besser, wenn wir sechs sind, ne? Müssen wir zweimal fahren. Am anderen hätten wir dreimal fahren müssen. Also passt das schon irgendwie. Ab zur Weberei. Und so Ballen abgeben. Dann müssen wir aber gleich nochmal gucken, was unsere Spritze macht. Auf 21 ist ja schon wieder Feierabend. Ich weiß nicht, ob sie da tatsächlich nochmal hoch und runter gefahren ist oder ob sie stehen geblieben ist. Das sollten wir dann nochmal checken. Blöd. Spritze ist nicht so cool irgendwie. Weil wir kriegen das nachher später mit Kursplay hin und auf größeren Feldern. Ne? Die kleinen Grasfelder sind vielleicht echt ein bisschen zu klein für die Spritze. Jetzt fahre ich schon wieder mit dem schwammigen Lenkrad. Denn eigentlich drauf? Wollte ich als nächstes kaufen, das Feld Gerste war da drauf, meine ich, ne?
Hatten wir schon mal geguckt. Jetzt bin ich gespannt, ob er die Ballen so runternimmt oder ob wir die irgendwie abladen müssen. Das habe ich ja so auch noch nicht mit dem Trailer hier. Zack, 43%, 80%, 105% vom Feld wurden abtransportiert. Das ist irgendwie ungünstig, 105% abtransportiert. Aber er zählt ja beide irgendwie, ne? Ich habe keine Ahnung, wie das genau zählt, ehrlich gesagt. So, aber wir können genauso gut hier unten rumfahren. Es ist sogar ein bisschen leichter zu fahren. Dann müssen wir jetzt noch den letzten Ballen von dem Feld abholen. Und dann kann man ja fast schon sagen, ein Ballen noch und der Rest ist fast alles über für uns. Natürlich auch ganz cool. Dunkel hier. 22 Uhr. Also morgen wird es wieder hell und dann kaufen wir hundertprozentig unsere Häckslerflotte, liebe Leute. Und dann geht es auch los mit Häckseln. Das ist jetzt versprochen. Und ja, wird auch Zeit. Wenn dem einen gleich noch ein bisschen fehlt, dann kann man natürlich überlegen, den noch mit rüber zu ziehen oder nicht. Das gucken wir uns dann mal an. Er fährt jetzt gerade noch mal so eine kleine Bahn zurück. Wie voll ist er denn? Prozent. Okay, lassen wir uns erstmal hier gucken. Was ist das denn? Aber wir haben noch was im Tank. Also wir können diese Ecke hier vorne noch nachspritzen dann. Also ich sehe aktuell schwarz für unser Feld 27. Müssen auch erst noch mal tanken. Oder wir schicken da gleich einen Helfer vom, also mit hier Dünger ganz normal los. Weil das kann sein, dass es am Morgen wieder wächst, ne? Spätestens irgendwie zum Mittag. Glaube ich, dürfte da die letzte Wachstumsstufe reinkommen. Ein bisschen höher, dann kommen wir auch über den Zaun, spritzt man bei dem Bewohner dann ein bisschen den Garten mit. Ist nur Dünger, ist kein Gift. Nee, doch, hier müssen wir auch noch weiterfahren. Sieht man so schlecht, ne? Dann ziehen wir nur erstmal durch. Das machen wir zu Ende. Ich würde sagen, hier ist irgendwie die Grenze. Lassen wir den aber erstmal hier stehen. Oder? Lieber nicht, ne? Wegen Wildwuchs und so. Helfer hat die Aufgabe erfolgreich beendet. Dann müssen wir den gleich nochmal umswitchen. Und der JCB steht ja noch da rum. Kann sich doch einen Düngerstreuer schnappen. Produzierten Dünger haben wir genug am Start. Und zumindest hat er nochmal einen weiteren Einsatz ergattert. Das ist alles gut. Gülle wird ein bisschen leer bald werden, aber okay. Betriebskosten Gebäude, auch nicht wenig. Kein Schnäppchen. So, da ist er. Und die anderen Helfer werden sich auch gleich wieder blockieren, die Baumwollernter.
Aber ich den hier so blöd weggeschoben habe, ne? Schieben wir ihn einfach noch ein bisschen doller weg. Das macht richtig Sinn. So. Waren die eigentlich leer? War in dem einen noch was drin? Ich habe keine Ahnung. Tut mir leid, müssen wir wieder aufrichten irgendwie. Hier ist auch noch ausreichend Dünger drin für Feld. 27. Ich hätte noch den F27 mit M-Kurs drin vom Ballen pressen. Passt richtig. Ja, in die andere Richtung gefallen. Ja, muss dann erstmal so liegen bleiben. Ja, warum kann er verdammt schneller? Doch. Kleine, ja, obwohl eigentlich geht's, ne? Eigentlich müsste der größere Traktor mit Pflegebereifung nach vor. Also ich will auf jeden Fall die Baumwollmission jetzt erst abschließen, damit hier nichts mehr rumsteht, wenn wir die ganzen Fahrzeuge für die Maishäckselaktion kaufen. Das würde ich schöner finden. So, das hätten wir, Leute. Da müssen wir jetzt erstmal gucken, wo der andere sich versteckt. Der hier. ...60% gefüllt. Du warst platt gefahren, also der LKW fährt diese Missionsfrucht platt. Komisch eigentlich, ne? Sonst passiert es ja nicht, aber der LKW oder der Träger macht das. Der Quatsch, der hier LKW oder der Anhänger. Ich weiß, dass sie sich gegenseitig blockieren. Doch ein bisschen mehr aufwendig, als ich gedacht hätte in dieser Baumwollgeschichte. So, 65%. Immer gut zu wissen. Na, wie gesagt, hier soll keiner über die 100 denn ne, wieder nochmal von vorne anfangen, weil dann wird es zu knapp. Aber drei Beine kriegen wir hier halt noch raus. Das ist schon mal absehbar. Aber mehr soll es halt nicht werden. 51%, also da ist noch richtig Luft. So, ne? ...76%. Der ist also am vollsten. Das ist aber alles noch im grünen Bereich, alles gut. Das passt auch, da wird noch ein bisschen Flüssigdünger produziert. Ich würde aber ein bisschen was von dem anderen Dünger wegnehmen, weil da ist echt viel drin schon. Und das rüber nochmal zur Flüssigdüngerproduktion reinschmeißen. Opa, dann die Leute. Wissen wir schon mal, was am Sonntag ansteht. Heute Abend wohl Livestream-Management natürlich. Ist von auszugehen. Und wir machen dann hier morgen um 12 weiter. Von daher 80.000 Dünger haben wir da schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen machen wir weiter. Bis dann. Tschüss.